Lady Draw, zweite Halbzeit. Wenn wir einen Spielstand haben von 0 zu 0, die Lay-Quote unter 2,0 liegt und es insgesamt zumindest 8 Schüsse aufs Tor gegeben hat, ob das lukrativ ist und wie oft das vorgekommen ist, das zeige ich dir in diesem Video. Und zu Beginn, rechts unten, abonniere doch bitte auch den YouTube-Kanal, wenn du solche Videos dir gerne anschaust. Und das kostet nichts, aber du gibst mir und hilfst mir dabei, einfach ein bisschen zu wachsen. Und danke dafür auch für deinen Support. Ja, schauen wir uns das einmal hier an. Die Strategie, die was wir hier haben, hat drei Kriterien. Das erste, es steht 0-0. Das heißt, ich habe einen Zeitraum hergenommen ab der zweiten Halbzeit, 46. bis zum Abpfiff. Das ist jetzt dieser Zeitraum. Das zweite Kriterium, die Lay-Quote für das Unentschieden muss kleiner gleich 2,0 gewesen sein. Und das dritte Kriterium, dass es eben 8 Schüsse oder mehr aufs Tor gegeben hat. Nur wenn alle drei Kriterien übereinstimmen, dann wurde das in diese Datenbank mehr oder weniger aufgenommen und liefert uns ein Ergebnis. In Summe wurden hier 3880 Spiele ein Jahr lang ausgewertet, die genau diese Kriterien erfüllt haben. Und schauen wir uns das einmal an mit einem Fallbeispiel, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Das erste Kriterium, wie gesagt, es steht hier 0 zu 0. Das war zum Beispiel jetzt ein Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften von Israel, seinen Liga-Cup, wo wir einen Auszug hatten von der 79. Spielminute. Also in der 79. Spielminute wurden eben alle Kriterien erfüllt, die eben hier für diese Auswertung eben dann reinfließen. Das zweite ist, die In-Play-Quote liegt unter 2,0. Das sehen wir hier so nicht. Und das dritte Kriterium ist, es gab eben 8 Schüsse auf das Tor. Und das sehen wir zum Beispiel dann hier. Das heißt, 3 Schüsse von der Heimmannschaft und 5 Schüsse von der Auswärtsmannschaft. Und jetzt stellt sich eben die Frage, würde ich jetzt mit diesem Signal gegen das Unentschieden setzen? Wäre das jetzt erfolgreich? Welche Quote bräuchte ich dann hier zumindest? Und so weiter. Wenn ein Tor fällt, dann lassen wir es durchlaufen. Das heißt, es wird dann nicht gegreent oder sonst was, sondern es wird einfach durchlaufen gelassen. Das heißt, es geht entweder 1 oder 2 aus. Und wie oft ist das jetzt passiert? Dann das schauen wir uns jetzt einmal hier an. Hier, so schaut das dann aus. Ja, das heißt 0-0 und dann ist das hier 1-0 ausgegangen in diesem Spiel schlussendlich. Somit war dieser Tipp hier zum Beispiel richtig, diese Vorhersage richtig. Und hier sehen wir die Auswertung. Das heißt, von 3880 solcher Spiele waren 46%, wo noch eben ein Führungstor gefallen ist, beziehungsweise eben eine Mannschaft das Spiel gewonnen hat. Und das widerspiegelt dann hier die faire Quote von 2,174. Ja, schauen wir uns das etwas genauer an. Das heißt, 1775 Spiele, die sind hier nicht unentschieden ausgegangen, wenn diese Kriterien eben eingetreten sind. Das ist die Parameter, was wir festgelegt haben. Und 2105 Spiele sind unentschieden ausgegangen mit diesen Parametern. Also wir haben mehr als wie die Hälfte der Spiele, die was eben unentschieden ausgegangen sind, wo wir mit dem Lady Draw dann hier einen Verlust erleiden. Und würde man das jetzt wieder auf die Wettindustrie übertragen, dann können wir über diesen Weg einmal von dieser Anzahl an Spielen eine faire Quote ermitteln. Das heißt, dass von diesen 1775 Spiele 1 oder 2, also für diese Doppelchance, bräuchten wir dann in Play, logischerweise dann in dem Fall, die Quote 2,186. Und fürs Unentschieden, dass das Unentschieden ausgeht, brauchen wir die Quote 1,843. Das ist jetzt einmal so dieser faire Wert aus dieser Auswertung heraus. Und wir sehen hier unten auch eben diese tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten aus dieser Stichprobe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eben das Lady Draw spielen, dann müssen wir ja verstehen, dass wir eigentlich die Doppelchance 1 oder 2 spielen. Und somit muss die Lay-Quote niedriger sein als 1,843,
durchgehend, ja, das heißt, das bezieht sich jetzt in dieser Auswertung wieder auf das durchgehende Ergebnis, auf alle Spiele bezogen, im Schnitt, ja, damit wir hier einen Plusfaktor gehabt hätten. Also das heißt, wir mehr gewinnen als verlieren. Würden wir das jetzt als Backquote spielen, müssten wir durchgehend im Durchschnitt auf alle Spiele bezogen eine Quote von höher als 2,186 hier haben, damit wir hier einen positiven Erwartungswert hätten in dieser Strategie. Man kann natürlich jetzt dann auch hergehen und da es halt sehr breit gefächert ist, mit 45 Minuten, man kann das jetzt zum Beispiel auch noch minütlich dann sich auswerten lassen. Ja, das heißt, wenn der Parameter zum Beispiel, wo beginnt denn das, dass die Quote zumindest bei mindestens kleiner gleich 2 ist und dass eben 8 Schüsse schon aufs Tor waren, denn erst dann steigt das Ganze ein, das ist Kriterium. Und jetzt könnte man sich halt das dann anschauen, okay, wann fängt das an, zum Beispiel ab der 65. Spielminute. Und sobald das Kriterium erfüllt wurde in der 65. Spielminute, soll er mal das mal anzeigen, alle, die was 65. Spielminute sind, bis zum Schluss. Und dann kann man so minütlich, könnte man sich das eventuell anschauen, 66, 67, 68. Und das verändert sich natürlich dann hier auch vom Wert, weil je näher es halt zum Ende vom Spiel geht, desto wahrscheinlicher ist es ja auch von der Logik her, dass das Spiel dann unentschieden ausgeht. Und ja, und somit ist es halt sehr verzerrt, sage ich jetzt einmal, wenn wir das halt einfach nur sagen, ja, wenn die Kriterien eingetreten sind, ab diesem Zeitpunkt soll er das zählen. Ja, aber wenn du das wissen möchtest, dann mache ich für uns gern hier die Arbeit. Das heißt, schreibe das auch in die Kommentare rein, ob das dich interessiert, ob ich mir die Arbeit antun soll, das minütlich eben darstellen zu lassen. Und ja, und falls du irgendwelche Wünsche hast, so wie beim letzten Video, gab es schon ein paar Wünsche, die laufen schon im Hintergrund. Das heißt, diese Prüfungen habe ich jetzt gestartet. Das dauert halt jetzt, bis ich wieder Daten gesammelt habe. Aber du kannst mir sonst auch gerne deine Wünsche hier mitteilen. Dann kann ich auch für dich zum Beispiel gewisse Parameter prüfen. Es war, glaube ich, eines dabei. Ich kann das jetzt nur machen, bitte, für Fußball. Ja, ich kann das leider nicht machen für E-Sports oder für andere Situationen. Also diese Software, die was ich da hier bediene, die macht das nur für Fußball. Also wenn ihr für Fußball irgendeine Frage habt, könnt ihr mir die gerne einfach unterhalb reinschreiben. Ja, in diesem Sinne, danke, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.